Heute habe ich diesen Look hier für euch geschminkt und zwar haben mich ganz, ganz viele auf Snapchat gefragt, ob ich den nicht mal schminken könnte für euch, nachdem ich einen besonderen Anlass hatte und dann gesnappt habe, haben das eben viele gefragt und dem Wunsch komme ich natürlich sehr gerne nach. Ich hoffe, es gefällt euch. Bitte seid gnädig mit mir. Ich bin kein Make-up-Artist. Ich mache das genauso, wie es mir eben gefällt, wie ich damit zurechtkomme und wie ich mir dann eben im Endeffekt gefalle. Ob das jetzt alles so richtig ist, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, das soll ja jeder so machen, wie er das gerne macht. Und ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Ich werde euch alle Produkte mal unten in der Infobox verlinken, die ich jetzt so verwende im Video. Und ja, ansonsten abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr ja, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, das ist also die ungeschminkte Wahrheit. Bevor wir loslegen, mache ich mir meine Haare zusammen. Und zwar verwende ich diesen lustigen Haarreif hier. Lasst euch davon nicht ablenken, aber den mache ich mir eben beim Schminken sehr gerne in die Haare, damit ich hier am Ansatz keine Foundation dann habe. Und dann mache ich mir meine Haare hinten noch zu mit einem Papanga Haargummi. Und ich habe mir meine feuchtigkeitsspendende Tagespflege schon aufgetragen und diesen Primer hier von NYX. Den habe ich euch auch schon des Öfteren gezeigt. Und jetzt legen wir los mit meiner Foundation. Und zwar mische ich diese beiden hier immer. Einmal die Estée Lauder Double Wear Foundation und von Astor die Skin Match Protect Foundation. Diese hier ist eben ein Ticken heller. Die Estée Lauder ist mir im Moment nämlich ein bisschen zu dunkel, also ein ganz kleines bisschen und deswegen helle ich mir die einfach auf. Ich mag die sehr, sehr gerne. Eigentlich habe ich hier so einen Pumpspender, aber den habe ich mir noch nicht dran gemacht. So, ich vermische das Ganze hier auf meinem Handrücken und dann tupfe ich mir ein paar Punkte auf mein Gesicht. So, als nächstes habe ich hier meinen Buffer von Luvia und verteile das Ganze schön gleichmäßig. Ich glaube, ich nehme mir lieber mal so einen kleinen Spiegel zur Hand. Das ist wahrscheinlich einfacher, als da immer reinzuschauen und möglichst nicht an den Haaransatz kommen, was ein bisschen schwierig ist. Obwohl ich so einen lustigen Haarreif drauf habe. So, als nächstes trage ich mir dann meinen Concealer von Yves Saint Laurent auf. So, da kam jetzt ein bisschen viel. Oh oh, nicht schlimm. Verdecken wir mal die Augenringe, ne? Und dann nehme ich wieder meinen Buffer und arbeite das in die Haut ein. Und als nächstes pudere ich dann mein Gesicht ab. Und zwar genau die Stellen, von denen ich dann weiß, dass sie nachglänzen werden. Sie wollen ja nicht aussehen wie eine Disco-Kugel, ne? Als nächstes konturiere ich dann mein Gesicht mit dieser Shaping-Palette von Luvia. Und zwar habe ich hier drei Produkte in einer Palette. Wir haben jetzt hier noch den Highlighter und einen Duo-Blush. Bei dem Produkt hier ist es so, dass ich das auch schon super gerne als Eyeshadow verwendet habe, um einfach einen Lidschatten schön auszublenden. In der Lidfalte gefällt mir richtig gut. Also ich habe das so ein bisschen abgewandelt, für mich einfach. Aber es ist natürlich auch ein super Produkt zum Konturieren. Dafür verwende ich jetzt meinen abgeschrägten Pinsel und konturiere eben, wie gesagt, mein Gesicht. Ich muss halt bei mir aufpassen, dass ich nicht zu weit vorgehe. Natürlich auch nicht mit dem Blush, weil ich habe ja schon ein recht schmales Gesicht und da ist es immer so ein bisschen schwierig zu konturieren. Aber ich gebe mein Bestes. Und als nächstes nehme ich eben den Duo Blush. Den finde ich wunderschön. Also wenn man den aufträgt, braucht man eigentlich gar keinen Highlighter mehr, weil der hat schon so leichte Glitzerpartikel mit enthalten. Nur so feine Glitzerpartikel, keine groben. Und ja, ich finde den einfach total schön. Macht das Gesicht schön frisch, so sonnengeküsst sieht er aus. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Und jetzt brauche ich meinen Fächerpinsel. Moment. Okay, jetzt kann ich mir meinen Highlighter auftragen. Tada! Mit diesem Fächerpinsel eben. Der ist auch von Luvia. Und den trage ich mir eben hier auf den höchsten Punkt meiner Wange auf. Und ich trage mir dann auch ein bisschen auf mein Lippenherz auf.
Jetzt machen wir mal die Augenbrauen. Und zwar, ich lade natürlich erstmal meine Augenbrauen nochmal durch. So, ich verwende da meine Anastasia Beverly Hills Brow Pomade. Und zwar diese hier in Dark Brown. Verwende diesen abgeschrägten Pinsel hier von Luvia. Ich mag auch super gerne diesen hier. Und zwar ist da eine ganz, ganz feine Spitze mit ganz, ganz dünnen Härchen. Damit kann man wirklich perfekt eben so kleine Härchen zeichnen. Aber ich weiß nicht. Ja, nee, ich glaube, ich verwende doch den und den dann eben für den unteren Wimpernkranz. So machen wir das. Ich habe mir jetzt eine Eyeshadow Base aufgetragen von NYX. Allerdings muss ich ehrlich mit euch sein, dass ihr euch diesen Schritt eigentlich sparen könntet. Denn die Produkte von Luvia, also die Paletten, sind so, so gut pigmentiert. Die halten wirklich den ganzen Tag, geben schön Farbe ab, eben durch die Pigmentierung. Ich bin sehr zufrieden. Ich werde jetzt diese Palette hier verwenden, und zwar die Timeless Smoky Shades Volume 1, wenn ich sie aufbekomme. So, ich zeige euch mal die Farben. Die sind wirklich ideal für Smoky Eyes. Ich liebe die total, eben für besondere Anlässe. Allerdings ist es so, dass ich meinen Liebling für den Alltag habe. Mit der habe ich mich auch schon geschminkt und habe euch ein Video hochgeladen. Und zwar ist es diese hier, die Forever Matte Shades Volume 1 Palette. Die sieht so aus. Und ich habe auch schon Hit the Pan, könnt ihr ja sehen. Also ich verwende die wirklich tagtäglich. Ich stehe einfach im Moment total auf diese Mauve-Töne, mag das super gerne, das Matte. Und wie gesagt, die sind ganz, ganz toll pigmentiert. Ich habe hier auch noch ein Schätzchen, und zwar die Endless Nude Shades Volume 1 Palette. Die ist eben mit mehr Glitzer, also da habt ihr schöne schimmernde Lidschatten. Bei der hier ist es so, dass sie meiner Meinung nach ein Dupe ist. Ich hatte mich total geärgert, vor 2 Jahren war es, glaube ich, habe ich mir eine Palette von Urban Decay gekauft und habe dafür 110 Euro bezahlt. Oh mein Gott, würde ich heute nie mehr machen. Und ich wollte die unbedingt halt haben damals. Jetzt muss ich sagen, für 24,90 Euro seid ihr wirklich top bedient, habt eine tolle Auswahl. Das Packaging ist einfach der absolute Hammer. Also ich bin so, so begeistert. Schaut mal, die kommen auch in so einer Kartonage noch an. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Hier habt ihr so ein richtig schönes Satinbändchen. Ihr macht es auf und die Paletten sind hier mit diesem Schaumstoff noch geschützt. Also ich finde das wirklich der absolute Hammer. Hier die Farbe habe ich noch eben zu der anderen Palette. Also ich bin wirklich total begeistert. So, und bevor ich jetzt abschweife, schminke ich mich mal weiter. Ich wollte jetzt eigentlich nur wegen dem Primer eben sagen, dass der eigentlich nicht nötig ist. So, also ich neutralisiere jetzt mein Augenlid. Ich habe jetzt nicht so starke Rötungen, aber das mache ich, damit der Lidschatten dann eben besser zur Geltung kommt. Und zwar nehme ich den zweithellsten Ton, das ist dieser hier, und gehe damit komplett über mein bewegliches Augenlid. Der Lissandro ist übrigens heute auch mit dabei, er ist da drüben. Wir sind jetzt hier gerade und er wollte mir ein wenig Gesellschaft leisten und häkelt in der Zwischenzeit, ne, an seiner Hausaufgabe. Ne, Lassie? Ja. So, okay. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich in den Braunton, und zwar in diesen hier. So sieht der aus. Und ich habe hier diesen Pinsel hier, der ist so gebunden. Ziemlich stark gebunden, aber das brauche ich jetzt auch, weil ich diese Farbe dann aufbauen werde. Ich gehe damit in die Lidfalte, das heißt, ich möchte ja mein Auge vergrößern optisch. Ich möchte wacher aussehen und deswegen gehe ich eben mit einer dunklen Farbe in die Lidfalte rein. Ich gehe dann mit der Farbe auch ein ganz kleines bisschen auf den Knochen, und ich merke gerade, dass ich vergessen habe, meinen Tesafilm hier drauf zu kleben. Ich habe mir extra breit geklebt habe ich mir meinen Tesafilm extra gelegt natürlich, aber es ist nicht schlimm, ich habe jetzt hier nochmal, so, kleiner Lachflash, also mit dem Concealer könnt ihr das dann auch noch korrigieren, natürlich, das muss ich dann auch noch machen. So, also, jetzt bin ich irgendwie raus. Ja, es ist echt lustig. Also, jetzt wieder mit dem Braunton. Klopft es dann auch immer schön ab. Und jetzt machen wir natürlich auch noch das andere Auge, ne? Ganz klar. War so nett und hat ihm. Oh, das finde ich aber lieb. Doch eine Chance gegeben, ja. Das finde ich aber lieb.
So, okay, meine Lieben, als nächstes gehe ich mit diesem Pinsel hier, der ist etwas rundlicher gebunden, wenn man das so sagen kann, in den lila Ton rein. Der ist auch schön klein gebunden, dieser Pinsel, sodass ich damit jetzt auch nochmal richtig schön in die Lidfalte kann. Ich möchte nämlich nicht mit einem dicken Pinsel da rein, weil dieser lila Ton, der hat auch Glitzerpartikel, das ist dieser hier, und in der Lidfalte ist es ja immer ein bisschen schwierig, wenn man da Glitzer hat, weil dann das Licht reflektiert und das ja nicht so gut ist. So, also damit gehe ich jetzt eben ganz leicht in das äußere Drittel und in die Lidfalte. So, also das sieht jetzt natürlich erstmal noch schrecklich aus. Wir müssen das Ganze verblenden, damit wir keine harten Kanten haben, ganz klar. Und jetzt erzähle ich euch was. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, okay, diese Frau ist jetzt völlig übergeschnappt. Ich nehme mir diesen Pinsel hier. Das ist natürlich kein Pinsel fürs Augenlid, ja? Ganz klar, aber ich kann es damit so, so gut verblenden, dass ich damit richtig weiche Übergänge habe und das Ganze so richtig schön nach Smoky Eye aussieht. Wir sind damit dann aber noch nicht fertig. Wir müssen dann noch mit einem Goldton ran. Aber ich verblende, wie gesagt, das Ganze erstmal. So, ich denke, man kann da jetzt schon deutlich einen Unterschied erkennen. Aber umso länger ihr das macht, umso ja, weicher sieht das Ganze dann aus. Ne? Ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen Blenderpinsel nehmen, logischerweise. So, ich habe das Ganze jetzt verblendet, bin damit aber noch nicht fertig. Jetzt tragen wir uns noch in den Augeninnenwinkel bzw. in das innere Drittel des beweglichen Augenlides noch zwei Farben auf, und zwar diesen Goldton mit diesem Bronzeton vermischt. Dazu habe ich jetzt natürlich einen anderen Pinsel. Ich gehe abwechselnd in die Farben rein, klopfe das immer ab und dann trage ich mir das eben, wie gesagt, auf mein bewegliches Augenlid auf. Ich tupfe das Ganze und streiche das nicht, weil sonst ja, vermische ich das ja wieder und das möchte ich ja nicht. Es soll einfach nur so ein Highlight eben sein. Den Braunton finde ich zwar auch sehr, sehr schön, ich bin aber extra nochmal mit dem Lila rein, damit es auch nochmal so ein bisschen ein Hingucker ist, ne? So, die beiden Farben verblende ich jetzt auch nochmal ganz leicht ineinander, damit da eben auch keine ja, harten Kanten zu sehen sind. Und dann gehe ich mit einem schmalen Pinsel in diesen schönen hellen Ton hier. Der ist ganz, ganz edel, finde ich. Und gehe nochmal in den Augeninnenwinkel, damit ich mir mein Auge quasi nochmal optisch ein bisschen vergrößere und das Ganze etwas wacher aussieht. Genauso wie unter den Augenbrauenbogen, hier an die höchste Stelle, mache ich da auch nochmal ein Highlight dran, damit es dann eben optisch auch nochmal wacher aussieht. Das Ganze verblende ich dann aber natürlich auch nochmal, damit es nicht zu hart aussieht. So, und jetzt korrigiere ich mir das Ganze noch. Und zwar tupfe ich mir da das so auf, dadurch, dass ich ja eben keinen Teser verwendet habe. Bin ich da so ein bisschen rausgekommen, mache das dann aber mit meinem Ringfinger. Und jetzt trage ich mir noch meinen Lidstrich auf, und zwar mit diesem Produkt hier oder mit diesem hier. Muss ich mal schauen, von Astra. Ja, ich glaube, ich nehme den hier. So, Lidstrich habe ich mir gezogen und ich habe meine liebste Mascara aufgetragen, und zwar diese hier, die False/Lash Superstar Mascara von L'Oreal, die X-Fiber. Die ist ja ganz neu, habe ich euch auch schon des Öfteren erzählt. Jetzt mache ich mir an meinen unteren Wimpernkranz nochmal einen Lidschatten, und zwar gehe ich in den Braunton und in den Lilaton. Ich überlege gerade, ob ich jetzt den hier genommen habe, aber ich glaube, ich habe diesen abgeschreckten hier genommen, weil das mein liebster ist. Und wie gesagt, ich gehe in beide Farben rein, klopfe das ab und mache das nochmal auf meinen unteren Wimpernkranz, allerdings nur auf das äußere Drittel. Ich muss das gleich noch verblenden, mache aber noch die andere Seite. Jetzt verblende ich das Ganze noch ein bisschen, damit es nicht so hart aussieht. Und meine Augen werden ganz rot. Wunderbar.
So, und zu guter Letzt trage ich mir jetzt noch einen Lippenstift auf, und zwar diesen hier. Ich finde, der passt super gut zu dem Lidschatten. Wenn euch das jetzt aber too much ist, dann könnt ihr natürlich auch noch was anderes auftragen, und zwar zum Beispiel einen Lipgloss, der nicht ganz so heftig ist, aber ich finde, zu dem Look passt zum Beispiel auch super gut ein roter Lippenstift. Aber ich trage mir den hier auf. Ich mag diese Stiftform total gerne, weil die super gut im Auftrag sind. Also ihr braucht da nicht ewig lang, bis ihr eure Umrandung von den Lippen habt. Also es geht super easy, könnt den auch in die Handtasche werfen. Und wenn ihr auf der Party seid oder auf der Veranstaltung eben, könnt ihr euch das einfach mal ganz schnell auftragen. Ne? So heimlich, Spiegel raus und einen Lippenstift auftragen. So, schaut. Geht super easy. Eben wie gesagt, falls euch das jetzt noch too much ist, wie gesagt, könnt ihr den auch ein bisschen abtupfen. So. Dann ist es auch nicht mehr ganz so arg. Also ich mag es halt so super gerne. So habe ich das eben an dem Abend auch getragen, weil es eben meiner Meinung nach super gut zu dem Lidschatten harmoniert. Jetzt mache ich mir noch schnell meine Haare. So. Ich habe an dem Abend, meine ich, seitlich so ein bisschen Wellen gehabt. So, also ich habe mir hier, glaube ich, so ein paar Wellen reingemacht, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Auf Snapchat, meine Familie passt ja super gut auf. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig habe. Apropos Snapchat, ich habe gerade gesnappt und viele haben mich gefragt, wie ich denn die Pinsel aufbewahre. Und zwar ist es so, dass ich hier diese Behälter dazu habe. Und zwar werden die auch mitgeliefert. Ihr habt hier oben nochmal einen Deckel und könnt die dann ideal auch mitnehmen auf Reisen. Habe ich auch schon gemacht, ist halt auch schön auf dem Schminktisch. Hier hinten habe ich es, vielleicht könnt ihr es sehen. Und ja, so viel zu meiner Pinselaufbewahrung. Ja, und das war jetzt soweit mein Look, meine Lieben. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Ich habe da noch andere Ohrringe getragen, das weiß ich noch. Das kann ich jetzt noch schnell machen. Ich habe sie mir nämlich extra hierher gelegt. Und das mache ich jetzt noch schnell mit euch, damit ihr das auch sehen könnt. Allerdings habe ich da nicht diese Uhr getragen und auch nicht dieses Armband hier. Sondern ich habe mich total auf Silber fixiert. Ich habe auch nicht diesen Ring getragen. So, ich war total auf Silber. So sah das dann aus. Also den Ring, wie gesagt, habe ich auch nicht dran gehabt. Mein Ehering habe ich aber immer dran. Das ist mir dann ganz egal, ob ich Gold trage oder Silber. Der bleibt immer dran. Die Ohrringe sind natürlich ziemlich heftig. Aber wenn ihr keinen weiteren Schmuck tragt, dann finde ich, passt es schon. Und durch meine Haare sind die ja dann auch so relativ versteckt. Ne? Wenn ich die jetzt hoch hätte, die Haare, so vielleicht, dann... Ja, würde das vielleicht auch noch gehen, aber es wäre ein bisschen heftig, ne? So, also, Haare wieder nach unten. Ich spiele mir ja wahnsinnig gerne in den Haaren rum, aber heute durch mein tolles Haarteil und mein Haargummi habe ich meine Haare nicht angefasst. Also darf ich jetzt mal reinfassen. So, okay, wäre das auch geklärt. Also meine Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. So schminke ich mich eben, wenn es mal was Außergewöhnliches sein darf. Und ja, ihr wisst ja, ich bin kein Make-up-Artist, also seid gnädig mit mir und nicht allzu böse. Ich glaube, ich habe das jetzt schon im Intro gesagt oder werde es gleich sagen. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaut gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei, da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Abonnieren ist kostenlos, wisst ihr auch. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!